Sie sehen die Schattenseiten der Menschheit und die Schattenseiten des menschlichen Zusammenlebens. Wir hatten 1904 in Berlin einen Mord an einem 8-jährigen Mädchen. Einige Tage später wurden dann auch an verschiedenen Stellen in der Spree Arme und Kopf gefunden. Es ist einer der ersten Fälle, wo durch das Zusammenwirken von Kriminalpolizei, von Gerichtsmedizin und anderen Wissenschaftlern man einen Mordfall aufklären konnte. Ich habe es mal zu einem jungen Kollegen gesagt, ich habe jetzt eine ganz harte Botschaft für dich. Die Welt ist nicht gerecht. Es war auch möglich, Menschen einzuweisen, auch in Konzentrationslagern, auch mit dem Hinweis Rückkehr unerwünscht. All das konnte der einfache Kriminalbeamte im Dritten Reich zunehmend dann ab 1939 anordnen. Ich habe mitunter sehr, sehr sympathische Mandanten erlebt, die nur zum Zeitpunkt dieser Tat ein Scheusal waren. Und das sind alles, ja, Gottes Kinder. Wo Geld auszugeben ist, war man natürlich auch als Verbrecher gern gesehen. Und da konnte man natürlich auch entsprechende Straftaten begehen im Umfeld des Rotlichtmilieus. Mit den kiezinternen Gesetzen zog eine neue Zeit ein, die dann darauf hinauslief, dass man also, ich sag mal, sich gegenseitig auch einen Killer auf den Hals schickte. Als wir da ankamen, sahen wir, dass eine Rheinmacher-Frau gerade die Blutlachen da weg wischte. Im Innersten wusste ich, keine Chance, zu schwer verletzt, dass wir da nicht überleben. Dafür gibt es ja dann auch entsprechende Spezialeinheiten, bis hin zur Zielfahndung. Die jagen dann im wahrsten Sinne des Wortes den Täter und der wird sich im Zweifelsfall auch als ein Gejagter fühlen. Die psychische Belastung ist ungeheuer groß, die wird auch nicht weniger. Es sind viele dabei, die haben so eine Mentalität sich angewöhnt, ja, also da stehe ich jetzt durch. Das geht aber auf den Körper, das geht auf die Substanz, das geht auf die Psyche. Es geht um die Rettung, sag ich mal, eines Menschenlebens. Verbrechen lohnt sich nie. In der Polizeistation kommt ein Fernschreiben an. Ein Fahndungsersuchen. Zwei junge Burschen haben in einem Elektrogeschäft einen Einbruch verübt. Das Fernschreiben wird bestätigt. Ein Informationsfilm über die Arbeit der Polizei Mitte der 60er Jahre aus Bayern. Fahndungsfernschreiben. Es geht um die am häufigsten begangene Straftat, damals wie heute, Diebstahl. IDA 3 an alle. IDA 3 an alle. Schalten Sie Außenlautsprecher ab. Ich komme mit Fahndung. Machen Sie sich schreibfertig. Danke. Die Fahndungsdurchsage ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Täterbeschreibung in solch einem Fall allein Sache der Polizei. Zwei Burschen im Alter von etwa 20 und 24 Jahren. Nach Einbruchsdiebstahl in Elektrofachgeschäft mit ebenfalls gestohlenem weißen PKW Opel Martha-Richard Paula in Richtung Burgstadt entkommen. Was eine wichtige Rolle spielt, ist die erstmals als problematisch eingeschätzte Kriminalität, die halt durch die polizeiliche Kriminalstatistik von 1965, 66 jährliche Steigerungsraten aufwies, also der polizeilich
registrierten Kriminalität, wie man sie vorher nicht wahrgenommen hatte, vor allen Dingen im Diebstahlsbereich. Und das auch zu einer Beunruhigung A auf Seiten der Polizei führte, die sagten, wir machen hier anscheinend irgendetwas oder müssen unsere Arbeit ändern und machen irgendwas momentan nicht richtig. Und B, dieses Thema dann auch Sicherheit ein Medienthema wurde. Kriminalität in der Wohlstandsgesellschaft und Bedrohung unserer Sicherheit. MRP 448, die Nummer stimmt. Das ist der geklaute Wagen. Die Schachteln könnten aus dem Elektrogeschäft sein. Hier wäre es falsch, den Wagen zu öffnen. Das ist Sache der Kriminalpolizei. IDA 3 von IDA 22, kommen. Hier IDA 3, kommen. Weißer Opel Rekord. Klare Zuständigkeit, direkter Weg, kurze und knappe Ausdrucksform sowie der Chef, der über die Schulter schaut. Die Polizei vermittelt hier Kompetenz, um beim Thema Verbrechensbekämpfung Vertrauen zu schaffen. Im Wagen offenbar elektrische Geräte. Kommen. Hier IDA 3. Verstanden. Warten. Die Streife soll am Wagen bleiben, bis die Kripo kommt. Geben Sie das durch und verständigen Sie anschließend die Kripo. IDA 22, bleiben Sie am Wagen und warten Sie auf das Eintreffen der Kriminalpolizei. Ende. '56 versetzt der sogenannte Liebespaarmörder die Menschen rund um Düsseldorf in Angst und Schrecken. Der Täter wählt junge, unverheiratete Paare aus. Zu den Opfern gehören auch Hildegard Wassing und Peter Falkenberg, die nach einer Fahrt in seinem Mercedes zunächst spurlos verschwinden. Sicher ist nur, dass der Mörder sie aus der Stadt gebracht haben muss. Ihre verkohlten Leichen werden später auf einem freien Feld gefunden, nebeneinander liegend. Der Wagen wird mit Blutspuren auf dem Polster in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs entdeckt. Doch das Blut wird zunächst fehlerhaft analysiert und daraufhin auch ein falscher Mann des Doppelmordes beschuldigt. Man muss nur in einer solchen Situation immer aufpassen, dass man sich nicht verrennt. Verrennt in eine Richtung, weil alles passt, scheinbar alles passt. Und nachher man dann feststellt, nee, es ist doch nicht der Täter. Weil es eben ein paar Zufälle waren, die uns auf die Idee gebracht haben, dass er es sein könnte. Der Fall wird erst vom Bundeskriminalamt gelöst. Dr. Otto Martin, Leiter der biologischen Abteilung, stellt fest, dass sich im Auto des zunächst Beschuldigten Hundeblut und nicht Menschenblut befindet. Die wahren Täter sind zwei Männer, die, Zitat, die berüchtigsten Massenmörder aller Zeiten werden wollten. Wenn man einen Mörder zur Strecke gebracht hat, dann reitet sich sicherlich eine bestimmte Befriedigung auf. Zu wissen, ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich habe meinen Job gut gemacht, ich habe ihn einer gerechten Strafe zuführen können, dann glaube ich schon, dass eine große Befriedigung für alle Mitarbeiter eintritt. Die 60er Jahre stehen in Westdeutschland für das Ende der Wiederaufbauphase, die Schaffung materieller Werte und als Gegenbewegung die Studentenproteste. Am Rande entwickelt sich die Hippie-Kultur. Das polizeiliche Selbstverständnis damals war natürlich geprägt von der Zeit, in der Polizeiarbeit sich abspielte, und das waren eben an Eingangs der 60er Jahre noch die Nachwirkungen der Nachkriegszeit und des Wiederaufbaus und auch der Wohlstandsgesellschaft, die sich ja in der zweiten Hälfte der 50er so herauskristallisierte. An einzelnen Mitgliedern der Wohlstandsgesellschaft möchten sich auch Kriminelle bereichern. Das Bundeskriminalamt produziert einen Informationsfilm zum Thema Erpressung. Das ist die Geschichte eines nicht spektakulären Verbrechens. Ort der Tat ist eine kleine, intime Bar inmitten einer Großstadt. Und das sind die Beteiligten. Ein gut aussehender Mann mittleren Alters, sozusagen in der zweiten Jugend, gut situiert, graue Schläfen, verheiratet. Und eine attraktive junge Dame.
seine Freundin. Doch da wäre noch der Mann im Hintergrund. Seine beste Freundin ist eine Fotokamera, geladen mit hochempfindlichem Filmmaterial. Sein Kapital, dunkle Absichten, Kaltschnäuzigkeit und der feste Wille, schnell viel Geld zu verdienen. Das ist er. Er hat die beiden genau beobachtet und weiß, dass sie eigentlich nicht zusammengehören. Nun wartet er auf einen geeigneten Augenblick, dann wird er aus seinem Wissen Kapital schlagen. Stilvoll zu sanften Klängen und mit Liebe zum Detail setzen die Mitarbeiter des BKA die heimliche Liebe in Szene. Filmisch aufwendig gedreht ist auch die Täterseite. Das Foto ist Geld wert. Er weiß das. Und er nützt es aus. In einem Brief fordert er 50 Mark oder ich schicke das Foto ihrer Frau. Treffpunkt heute Abend 23 Uhr, Bahnhofstoiletten, zweite Kabine. Dort weitere Anweisungen. Bringen Sie das Geld in einem Umschlag mit. Keine Polizei, sonst passiert was. Schieben Sie das Geld unten durch. Ich schiebe das negativ rüber. Bleiben Sie 15 Minuten in Ihrer Kabine sitzen und verständigen Sie nicht die Polizei. Erleichtert, nicht nur 50 Mark, sondern auch vom seelischen Druck, reißt er den Umschlag auf. Das Negativ, er sucht es vergeblich. Stattdessen findet er eine erneute Aufforderung zu bezahlen. Am nächsten Abend soll er in einem Telefonbuch einer angegebenen Zelle auf Seite 120 einen blauen Schein deponieren. 100 Mark. Und er tut es. Im Telefonbuch findet er einen neuen Erpresserbrief. Die Schraube ohne Ende hat begonnen, sich zu drehen. Der Erpresser wiegt sich in Sicherheit. Wer einmal zahlt, der zahlt immer. Damit rechnet er. Sein Geschäft scheint lukrativ zu werden. Hiermit hat er nicht gerechnet. Er war sich seiner Sache zu sicher. Wie viele seiner Kollegen, die auf die Angst und die Brieftasche ihrer Opfer bauen. Herr Kriminalrat Gast, Sie sind Chef der Mainzer Kriminalpolizei, Sie sind also ein Praktiker. Kommen denn derartige Erpressungsfälle überhaupt noch vor? Diese Fälle kommen immer wieder vor, werden auch von der Kriminalpolizei bearbeitet. Ich kann also jedem, der erpresst wird, raten, vertraulich die Polizei oder die Staatsanwaltschaft aufzusuchen und ihnen den Fall vorzutragen. Dann wird die seelische Last, die sie nun die ganze Zeit über haben, endlich von ihnen genommen werden. Ich glaube, dass es durchaus ein positives Bild der Polizei gab. Aber persönlich wollte man mit Polizei doch nicht so gerne zu tun haben. Ein gewisses Misstrauen gegen diese staatliche Instanz lässt sich auch noch lange spüren. Es gibt dann Schulungsfilme zum Beispiel der Polizei, die versuchen, genau dieses Verhalten den Polizisten auch beizubringen, dass sie als freundliche Menschen im Gespräch nicht als Obrigkeitsvertreter auftreten sollen, sondern dass sie mit Verständnis den Menschen entgegentreten sollen. Aber diese Filme beweisen, dass es notwendig war, sowas zu machen und dass das nicht zum normalen Habitus eines Polizisten gehört. . 1952 beginnt in Worms eine unheimliche Serie von Todesfällen. Die insgesamt vier Opfer stehen alle in Beziehung zu einer Frau namens Christa Lehmann. Zunächst stirbt ihr Mann, dann ihre Schwiegereltern und anschließend eine Freundin zeitgleich mit deren Hund. Die Parallelen im Todeskampf von Mensch und Tier wecken den Verdacht auf Gift. Christa Lehmann beschert Deutschland die ersten aufgedeckten Morde mit E605. Nach langen Untersuchungen, unter anderem auf Strychnin, testet Professor Kurt Wagner links den Mageninhalt der letzten Toten auf das hochgiftige Pflanzenschutzmittel Treffer,
Der klassische Giftmord, Pflanzenschutzmittel E605 oder Cyankali oder sowas, der ist heute selten geworden. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Verfügbarkeit von solchen Giftstoffen eben auch nicht mehr so uneingeschränkt ist. Und dass vielleicht auch tatsächlich in der breiten Öffentlichkeit ein bisschen mehr bekannt ist. Also dass zum Beispiel bestimmte Gifte auch Farbbeimengungen haben und so. Das sind ja auch alles Sicherheitsvorkehrungen, die dazu führen, dass man sowas gar nicht mehr unbemerkt irgendwo ins Essen oder in ein Glas tun kann. Zyankali kriegt man nicht einfach so im Supermarkt. Bereits 1836 gelingt es dem englischen Chemiker James Marsh mit diesem Apparat, tödliches Arsen in Körperflüssigkeiten nachzuweisen. Je nach Niederschlagsmenge am Glasröhrchen lässt sich im Laufe der Jahrzehnte auch die verabreichte Menge des Giftes bestimmen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs entwickeln Forscher die Papierchromatographie zum Nachweis von tödlichen Mengen an verschiedenen Schlafmitteln. Für das Strafverfahren gibt es natürlich nichts Besseres als den Sachbeweis. Er ist wissenschaftlich untermauert, er ist unumstößlich und er ist eben nicht wie von einer Zeugenaussage, von Stimmungen abhängig, von Beobachtungen, die auch durchaus falsch sein können. Das Pflanzenschutzmittel E605 erhält nach den Morden von Christa Lehmann in der Presse den Namen Wormser Gift und entwickelt sich in der Folge insbesondere bei Selbstmördern zum bevorzugten Toxikum. Im Gefängnis versucht auch Christa Lehmann, sich mehrfach das Leben zu nehmen, vergeblich. Und 1964 gibt es in Hamburg einen Staatsakt. Mit Innensenator Helmut Schmidt und Bürgermeister Paul Nevermann feiert die Hansestadt 150 Jahre Polizei. Hier spricht zu Ihnen der erste Bürgermeister Dr. Paul Nevermann. Meine Herren Beamte der Polizei, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, wir haben uns heute Abend auf dem Rathausmarkt zusammengefunden, um gemeinsam das zweite große Jubiläum zu begehen, das in diesen Monat fällt. Wir feiern das 150-jährige Bestehen unserer Polizei. Keine größere Gemeinschaft ist ohne innere Ordnung lebensfähig. Also ich glaube, jede Gemeinschaft braucht eine innere Ordnung, um zusammenzuhalten, um nicht auseinanderzubrechen. Ich vermute, dass damals, als diese Aussage gemacht wurde, das vielleicht auch ein bisschen in eine Beziehung gesetzt wurde zur Polizei, weil Polizei in der damaligen Zeit wirklich ein Ordnungsfaktor auch war. Wenn es keine Polizei gäbe, dann würde Gesetzlosigkeit eine große Rolle spielen und dann würde jeder nach seiner Fasson die Dinge bewerkstelligen. Die Kommandorufe und die in Reih und Glied marschierende Männertruppe haben eindeutig militärische Anklänge. Bilder einer groß angelegten Antiterrorübung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg aus dem Jahr 1962. Auch hier handelt es sich um Polizisten und nicht um Soldaten. Ziel des Einsatzes ist, polizeilich alle Register gegen einen befürchteten Überfall aus dem Osten zu ziehen. Hier die Befehlsstelle der 1. GSG 1, eine vorbildliche Ordnung. Gepanzerte Aufklärung fährt unter gegenseitiger Sicherung vor. Die Panzerung hat den Sinn, dass ein größtmöglicher Schutz für Leben und Gesundheit der Beamten erreicht wird. Die Panzerung schützt gegen leichte Waffen. Der Polizeiberuf ist bis Ende der 70er Jahre von Männern geprägt und das hat zwei Ursachen. Das erste ist, dass die Polizei sich aus dem Militär entwickelt hat im 19. Jahrhundert und die Verbindung von Militär und Männlichkeit und Staatsbürgerschaft ein sehr enges Verhältnis ist. Also männlich ist derjenige, der den Staat schützt und verteidigen kann. Und das zeigt auch, die Polizei hatte ja auch in der Bundesrepublik durchaus Probleme, sich von ihren militärischen Wurzeln zu emanzipieren. Und die Bedeutung von Männlichkeit für den Polizeiberuf ist bis in die 70er Jahre hinein ein konstituierendes Element des polizeilichen Berufsverständnisses. Die Hundertschaft ist angekommen und sitzt ab. Feuerunterstützung auf den Waldrand. Vorgehen im Walde.
Walddurchsuchungen sind für die Polizei besonders riskant und anstrengend. Wo ist der Störer? Und da tritt der Störer wieder in Erscheinung. Bilder wie aus einem Kriegsgebiet. Der Polizeisprecher bedient sich bewusst vieler Begriffe aus dem Militär. Die Polizei der damaligen Zeit war eine Polizei im Kalten Krieg. Und insofern war es auch so, dass Polizei auch eine paramilitärische Ausbildung hatte. Die Bereitschaftspolizei damals war ausgestattet mit Maschinengewehren, mit gepanzerten Fahrzeugen. Es wurde Häuserkampf geübt, weil die Polizei im Inneren der Republik natürlich dann, wenn wirklich eine kritische Situation beispielsweise zwischen Ost und West aufgetreten wäre, hätte die innere Sicherheit gewährleisten müssen. Behelfsflugplatz nahe der Burkhardtsmühle. Hier ein Fahrzeug des Landesamtes für Verfassungsschutz vom Störer erkannt und vernichtet. Vorgehen gegen die Burkhardtsmühle, vorbildlich in der Durchführung. Versuchen Sie bitte, einen anzuvisieren und Sie werden sehen, dass das fast nicht möglich ist. So ist es richtig. Hier treffen sich die Stoßgruppen des BGS von Baden-Württemberg. Und jetzt der Einbruch in die Burkhardtsmühle. Verwendung von Nebel und Reizstoffen. Auch hier soll Blut gespart werden. Gesundheit und Leben jedes einzelnen Polizeibeamten sind mehr wert als dieses Material. Der Störer wird ausgehoben, die Störerführung erscheint in der Türe. Vor dem Hause werden die Festgenommenen gründlich durchsucht. Und nun sammelt die Einheit. Das Ziel der Aktion ist erreicht. Frisch wie bei Übungsbeginn. So soll es sein. Die Polizei versteht sich immer noch als Schützerin des Staates vor kommunistischen Aufständen, vor Bedrohung aus dem Osten. Es ist also ein sehr starker Antikommunismus, der in der gesamten bundesdeutschen Gesellschaft vorhanden ist, aber in dieser Organisation Polizei auch durchaus für die Legitimität der ganzen Institutionen sehr wichtig ist. Viele Beamte sind ja auch noch geprägt aus Weimarer Erfahrungen und haben diese Einsatzerfahrungen noch deutlich vor Augen. Das Erstaunliche ist aber, dass diese Orientierung an der Weimarer Republik gedacht als demokratische Fundierung der neuen Polizei in den 60er Jahren zu einem großen, großen Problem wird. Auch die Zivilbevölkerung empfindet die Bedrohung aus dem Osten als real, wie dieser Ausschnitt aus einem bayerischen Polizeilehrfilm zeigt. Manchmal unterstellt man der Polizei Rechte, die sie nicht besitzt. Herr Kommissar, Sie müssen ihn verhaften. Er ist bestimmt ein Spion. Aber gnädige Frau, setzen Sie sich doch erst mal hin. Wer soll denn ein Spion sein? Wer? Mein neuer Untermieter natürlich. Er war immer schon so komisch. Und heute früh habe ich die Beweise gefunden in unserem gemeinsamen Briefkasten. Hier, Briefe aus dem Osten. Geben Sie her und setzen Sie sich erst mal hin. Herr Kommissar, Sie müssen sie aufmachen. Müssen Sie lesen, Herr Kommissar. Die Briefe sind noch kein Beweis. Viele Menschen bekommen doch Briefe aus dem Ausland. Ja, aber Ihr Untermieter kann doch genauso gut ein Briefmarkensammler sein. Auch die Polizei ist nicht berechtigt, die Briefe aufzumachen oder zu lesen. Bringen Sie die Briefe wieder zurück. Sie machen sich sonst strafbar. Polizeimeister Bollmann meldet sich von der Stadtstreife zurück. Dankeschön. Es war gut gemeint. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. ...1961 klärt die Stuttgarter Kriminalpolizei die Morde an zwei jungen Frauen auf. Eine von ihnen war erst knapp 16 und wird auf diesen Bildern gespielt von einer Mitarbeiterin der Polizei. Ziel der Filmaufnahmen ist, die Bluttat detailgetreu zu rekonstruieren. Der Mann im Auto ist der geständige Täter. Der Mann kennt die junge Frau, weil sie die Tochter eines Arbeitskollegen ist. Er gaukelt ihr vor, für sie eine gut bezahlte Arbeitsstelle in Frankreich aufgetan zu haben. All dies schildert er später in langwierigen Verhören. Es ist klar, dass die Arbeit einer Mordkommission auch davon abhängig ist, wie erfolgreich sie arbeitet. Wenn die Spurenlage es hergibt, wenn man sozusagen auf eine heiße Spur kommt,
geht natürlich der Adrenalinspiegel nach oben. Und die ganze Sonderkommission ist natürlich jetzt bereit zu sagen, wir stehen kurz vor dem Ziel, wir können diesem Täter das Delikt nachweisen. Da tut man sicher alles dafür, um diesen Erfolg auch zu erreichen. Ohne jemanden zu informieren, hat sich Sigrid Scheel in die Hände ihres Mörders begeben. Sicherheitshalber zunächst mit Handschellen gefesselt, spult der Mann den Ablauf der Tat ab. Die Rekonstruktion einer Tat mit dem Tatverdächtigen dient dazu, das Geständnis des Täters sozusagen abzusichern. Der Täter schildert am Ort des Geschehens den Ablauf der Tat und wir können dann vergleichen, ob es irgendwelche Unstimmigkeiten mit seinen Aussagen gibt oder mit der objektiven Spurenlage, die von der Kriminaltechnik festgestellt wurde. Wenn der Tatablauf des Täters identisch ist mit unseren Ermittlungen, dann ist der Fall aus unserer Sicht sozusagen wasserdicht. Der Täter überredet die ahnungslose Tochter des Kollegen, sich von ihm im Wald betäuben zu lassen, angeblich, um sie unerkannt über die Grenze schaffen zu können. Auf die Idee, dass hier irgendetwas nicht stimmt, kommt sie den Angaben des Mannes zufolge nicht. Seelenruhig soll sie darauf gewartet haben, dass der Mörder das Betäubungsmittel aus dem Auto holt. Sowas würde auch heute nicht mehr passieren. Ich habe es einmal erlebt in einem Verfahren, dass der ursprünglich geständige Täter dann am Tatort nicht mehr den Leichenfundort fand und sich dann durch weiteres Nachfragen herausstellte, dass er dieses Geständnis nur abgelegt hatte, weil er seine Ruhe haben wollte, wie Sie das sagen. Das führte zum Schluss zum Freispruch. Es gibt natürlich auch Vernehmungssituationen, wo eine ungemein offene Gesprächsbereitschaft des Tatverdächtigen zu verzeichnen ist. Das hängt aber auch damit zusammen, dass er wirklich Vertrauen zu seinem Vernehmungsbeamten hat und ihn nicht enttäuschen will. Das geht so weit, dass er möglicherweise eine Tat schildert, die er gar nicht begangen hat. Nur um sozusagen der Erwartungshaltung seines Gegenübers gerecht zu werden. Und da muss man dann schon aufpassen, dass man vor lauter Begeisterung, dass man ein Geständnis hat, nicht ein falsches Geständnis bekommt. Auch das hat es schon gegeben. Inzwischen hat die Polizei die Mitarbeiterin in der Rolle des Opfers durch eine Puppe ersetzt und dem Täter die Handschellen abgenommen. Angeblich mit dem Einverständnis seines Opfers betäubt er es mit Äther. Der Mörder ist in dieser Situation dann wieder drin. Wie immer, wenn wir uns ganz und gar in eine Erinnerung begeben, also über eine Sache, die uns etwas bedeutet hat, jemandem sehr detailliert erzählen oder wenn wir eine Musik hören, die damals eine Rolle gespielt hat oder so, das kennen wir ja alle, dass wir so ganz, ganz in so einer Erinnerung auch versunken sein können. Und dann haben wir eigentlich fast so diese ganzen Gefühle, die damals eine Rolle gespielt haben, so eins zu eins. Der Täter trägt die inzwischen bewusstlose Frau tiefer ins Dickicht. Dieser Mann ist kein Sexualstraftäter. Er hat es von Anfang an auf die Ersparnisse von Sigrid Scheel abgesehen, die sie für Frankreich abgehoben hatte. Erst Monate nach ihrem Tod wird aufgrund der Angaben des Täters ihre verweste Leiche gefunden. Es gibt ganz unterschiedliche Insekten, die sich für verstorbene Menschen interessieren. Das sind zuallererst mal die normale Schmeißfliege, Goldfliege und was es so alles gibt. Die legen da ihre Eier ab. Und aus diesen Eiern schlüpfen Larven. Maden, die vergrößern sich, die fressen und fressen und fressen und durchlaufen verschiedene Stadien. Naja, und wenn man eben ein bestimmtes Stadium findet, und zwar das am weitesten entwickelte Stadium, kann man von diesem Stadium, wenn man die Temperaturbedingungen kennt, zurückrechnen auf den Eiablagezeitpunkt. Und das ist häufig, wenn es im Freien war zum Beispiel oder in der Wohnung in den Sommermonaten, das ist häufig auch der Todeszeitpunkt. Für die Suche nach vermissten Menschen, tot oder lebendig, setzt die Polizei auch Spürhunde ein. Thema eines Lehrfilms aus den 60er Jahren. Wir nehmen an, das ist das zu durchsuchende Gelände. Der Wind kommt von hier. Antretelinie, der Diensthundführer. Durchsuchungsrichtung. Nummer 1 beginnt mit dem Verweisen. Es folgt Nummer 2, dann Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 und zum Schluss
Nummer 6. In diesem Fall geht es um die Suche nach einem vermissten kleinen Kind, das sich nach Angaben der Mutter offenbar im Wald verlaufen hat. Natürlich kann der Hund nicht unterscheiden. Er verweist alle Personen, den lauernden Angreifer genauso wie das harmlose Liebespaar. Ach, entschuldigen Sie. Haben Sie kein kleines Mädchen hier gesehen? Nein. Du, Carola? Nein, ich habe auch nichts gesehen. Vielen Dank. Die Wahrnehmungsfähigkeit des Diensthundes hilft der Polizei besonders zum Auffinden von vermissten oder von anderen gesuchten Personen. Platz! Auf einer stillgelegten Rennbahn bei Rüsselsheim findet ein Rentner im Mai 1963 die Leiche einer jungen, dunkelhaarigen Frau. Nur per Zufall entdeckt er den toten Körper. Bestialisch ermordet mit einem unbekannten spitzen Gegenstand, schreibt die Zeitung. Unter Verdacht steht der Stiefvater. Er soll ein Liebesverhältnis mit der 21-Jährigen gehabt haben. Der Verdächtige streitet alles ab. Eine polizeiliche Vernehmung ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad ein Wettkampf. Ein Wettkampf dahingehend, schaffe ich es, diesen Täter zu öffnen, dass er mit mir redet, dass ich ihn dahin bringe, wo ich will, oder schaffe ich es nicht und er macht einfach zu und sagt kein Wort. Und da habe ich ja auch dann keine Mittel, ihm dann zu sagen, du hast mit mir zu reden. Einer Beschuldigte hat ja alle Rechte, die ihm die Strafprozessordnung bietet. Und ich habe ja auch ganz klare Grenzen in meiner Vernehmung. Die Kripo ordnet umfangreiche botanische Untersuchung an der Kleidung des Verdächtigen an. Kiefernadeln mit diesem Rostpilzbefall in Kombination mit Eibe, Erle und Brombeeren finden sich tatsächlich ausschließlich an der Rennbahn und spurenweise am Hosenaufschlag des Täters. 10 Jahre Zuchthaus lautet das Urteil. Im Mai 61 verschwindet die Schneiderin Lina Liendörfer spurlos aus dem bayerischen Reichelshofen. Sie lebt unter dem Dach bei dem ledigen Bruder, im Streit, wie es heißt. Schnell steht er unter Verdacht, seine Schwester beseitigt zu haben. Doch die Polizei kann zunächst keine Spuren finden. Die Verhöre des Bruders verlaufen ergebnislos. Es ist ein sehr schwieriger Grat, den man hier begeht, weil letztendlich der Täter natürlich immer in einer Defensivhaltung ist und sagt, was wissen die von mir? Können die mir das beweisen? Können die mir das nicht beweisen? Und immer wenn es dann eng wird für ihn, kann er sagen, weiß ich nicht mehr, erinnere ich mich nicht oder sag gar nichts mehr. Das wird sicherlich sehr häufig vorkommen, dass dann die Täter, wenn sie sich noch in einer relativ günstigen Situation befinden oder sie glauben, in einer relativ günstigen Situation zu sein, dass sie dann einfach auch nichts mehr sagen. Nach Monaten bittet man die Gerichtsmedizin in Erlangen um Hilfe. Professor Weinig und Dr. Lautenbach entdecken eine große Zahl winzigster Blutspritzer auf Bodendielen, einer Truhe und an Schuhen der Verstorbenen. Die Ermittler fertigen ein Holzmodell des Dachbodens an, zeichnen darin die Blutspuren ein und konfrontieren den Bruder mit der Tatrekonstruktion. Daraufhin gesteht der harmlos aussehende Mann, seine Schwester auf grausame Art getötet zu haben. Es ist ja nicht so, dass diese Menschen, mit denen man da zu tun hat, auch wenn sie zum Teil schwerste Gewalttaten sich haben zu Schulden kommen lassen, das sind ja nicht alles Scheusale. Also ich habe mitunter sehr, sehr sympathische Mandanten erlebt, die nur zum Zeitpunkt dieser Tat ein Scheusal waren. Und das sind alles, ja, Gottes Kinder. Und so muss man sie auch nehmen. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen produziert einen internen Lehrfilm über die Gefahr, die von in die Enge getriebenen Straftätern auch für die Beamten ausgeht. Doch folgen Sie jetzt unserer Streife, die diesen Einsatz noch einmal rekonstruiert. Der Streifenwagen biegt in den Weg ein, weil die Beamten den Auftrag haben, auch dieses Gebiet zu überwachen. Der Streifenführer, Hauptwachtmeister A.,
beobachtet das Gelände, während Hauptwachtmeister B. sich auf den Weg konzentriert, der für Kraftfahrzeuge nicht gerade ideal ist. Nach einigen hundert Metern sehen die Beamten plötzlich im Vorbeifahren in einer kleinen Lichtung einen versteckt abgestellten PKW, in dem sich zwei Personen befinden. Ein Liebespaar, denken beide und halten ihren Wagen an. Die Beamten steigen aus, um den Fahrer auf die Übertretung der Straßenverkehrsordnung hinzuweisen. Der Streifenführer geht in Richtung Fahrertüre, während Hauptwachtmeister B., nichts böse ahnend, folgt. Jedem ist bewusst in der Polizei, dass wenn er in eine bestimmte Situation hineingeht, ihn auch das Schlimmste treffen könnte. Aber gleichwohl ist das Verhalten von Polizisten ja nicht so, dass sie jeden, den sie ansprechen, den sie überprüfen, immer als potenziellen Verbrecher bezeichnen würden. Eigensicherung hat immer etwas damit zu tun, wie die Sicherheitslage generell ist. Das ist speziell für den Streifenpolizisten besonders prekär, weil der ist immer der Erste in der Frontlinie, der in solche Situationen hineinkommt. Bei der Kriminalpolizei ist immer noch ein bisschen vorteilhafter, weil die in der Regel noch vorher in Ruhe überlegen können, was kommt da auf mich zu, und das ist also kalkulierbarer. Bitte die Fahrzeugpapiere. Die Wagentür wird geöffnet, der Beamte zurückgedrängt. Beim Aussteigen nimmt der Fahrer aus dem Handschuhfach eine Pistole und schießt im Aufrichten auf den Streifenführer und blitzschnell auf Hauptwachtmeister B., der tödlich getroffen wird. Der Täter setzt seinen Wagen ungehindert zurück und kann mit seiner Begleiterin unerkannt entkommen. Dieser Fall hat sich tatsächlich genau so ereignet. Laut Statistik sind seit der Weimarer Republik 300 Polizeibeamte durch Straftäter getötet worden. Ich habe es mal zu einem jungen Kollegen gesagt, ich habe jetzt eine ganz harte Botschaft für dich. Die Welt ist nicht gerecht. Ja, die besten und liebsten Leute werden schwer krank und versterben und denen passieren schlimme Sachen und so die richtigen Stinkstiefel, die kommen immer damit durch. Und so. Also es ist nicht so, wie wir das eigentlich von Märchen kennen, dass das Gute immer zum Schluss belohnt wird und das Böse wird bestraft. Und das ist ganz furchtbar eigentlich. Aber ich glaube, es hilft auch, wenn man sich an diesen Gedanken gewöhnt. Also man kann, das heißt ja nicht, dass man aufhört, Gerechtigkeit herzustellen oder danach zu streben. Auch in diesem 60er-Jahre-Lehrfilm aus Nordrhein-Westfalen geht es um praktisches Überlebenstraining für Polizisten im Dienst. Durch alle Tageszeitungen der Bundesrepublik gingen diese Bilder. Erinnern Sie sich? Der langgesuchte Raubmörder wurde inzwischen zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt. Während einer Fahndungsaktion konnte er durch das geschickte Verhalten von Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden. Bitte folgen Sie unserem Diensthundführer. Häufig schon führte ihn sein Streifenweg durch dieses Gebiet. Es ist ein unübersichtliches Gelände mit mehreren dunklen, großen Höhlen, in denen sich tiefe Gruben befinden. Geradezu ideal für Liebespärchen, Landstreicher und Personen, die das Tageslicht scheuen. Vor einer Höhle bleibt er stehen und entschließt sich, diese wie üblich zu überprüfen. Der Diensthundführer betritt die Höhle. Den Hund führt er angeleint an der linken Hand, in der rechten hält er die Taschenlampe. Langsam geht er weiter und leuchtet die Ecken der dunklen Höhle aus. Im Schein der Taschenlampe sieht er plötzlich eine auf einer Felsbank lagernde Person. Stehen Sie auf! Nehmen Sie Hände hoch! Der Verdächtige befolgt die Anordnung, erkennt dann aber, dass der Beamte keine Pistole in der Hand hat. Hände hoch! Kuppel abschnallen! Helme fesseln! Der Täter nimmt die Dienstpistole an sich, er verlässt rückwärtsgehend die Höhle und flieht. Der Diensthundführer leint nun seinen Diensthund los und hetzt ihn auf den Fliehenden. Der Diensthund verfolgt den Täter.
Plötzlich bleibt der Unbekannte stehen, zielt und erschießt den Dienstboten. Kurze Zeit später wusste man, dass es der gesuchte Raubmörder war. Gewiss, so hätte es enden können. Einer aus dieser Gruppe, Hauptwachmeister Blom, zeigt Ihnen jetzt, wie man in dieser Situation unter Berücksichtigung der Grundregeln für die Eigensicherung handeln könnte. Bevor er die Höhle betritt, trifft er die notwendigen Einsatzvorbereitungen. Er nimmt seine Pistole in die Hand, ladet durch und sichert. Mit gezogener Waffe in jede unbekannte Situation, ist das realistisch? Polizeibeamte tun sich schwer damit, die Waffe zu ziehen. Die wissen vom ersten Tag an, wo sie sozusagen damit überhaupt erstmal konfrontiert werden, dass sie eine Schusswaffe sich angucken, dass das das allerletzte Mittel der Wahl sein darf. Nur, dass man vorher alles andere probiert haben muss. Und wenn man schießt, dass man möglichst auch erstmal versucht, jemanden zu verletzen und nicht zu töten. Also das ist ja eigentlich eine ganz große Hemmschwelle auch. Schon alleine, wenn sie die Waffe ziehen und das androhen, ne, müssen sie sich hinterher eigentlich im Prinzip oftmals rechtfertigen. Es ist ja nicht so wie in amerikanischen Serien, wo wir das Gefühl haben, Polizisten schießen eigentlich die Hälfte ihrer Dienstzeit irgendwie auf Leute. Das ist ja definitiv nicht der Fall. Das ist ein ganz einmaliges Erlebnis. Der Schein der Taschenlampe fällt plötzlich auf eine Felsbank, auf der eine Person lagert. Der Diensthundführer fordert den Mann auf, die Hände hochzunehmen, herabzusteigen und einen Schritt vorzutreten. Hauptwachmeister Blom weist seinen Diensthund ein und nutzt ihn zur Eigensicherung während der nun folgenden Durchsuchung, die gründlich und sorgfältig durchgeführt wird. Eine Pistole, die er in der Seitentasche findet, nimmt er an sich. Vergessen wir bitte nicht, dass unsere Kollegen Tag für Tag Mut und Einsatzbereitschaft zeigen und in gefährlichen Lagen erfolgreich einschreiten, ohne dass es bekannt wird. Ein Appell an jeden Einzelnen: Halten Sie Ihren Argwohn wach und lassen Sie in Ihrer Aufmerksamkeit nicht nach. Auch die Forschung an Schusswaffen beschäftigt die Kriminalisten. Probeschüsse in weiches Material zeigen, dass auf Kugeln und Patronenhülsen durch die abfeuernde Waffe unverwechselbare Zeichen geprägt werden. Links die Kugel in einem Mordfall, rechts zwei Vergleichskugeln aus der Waffe eines Verdächtigen. Als schwarzpulverfreie Munition entwickelt wird, beschäftigen sich die Gerichtsmediziner mit Spuren bei Schusswunden, häufig entscheidend bei der Frage nach Mord oder Selbstmord. Kriminaltechnik auf dem Vormarsch. Technik alleine hilft nicht immer weiter. Und man muss schon wissen, so, wo könnte man Ansätze finden, wo lohnt es sich einzusetzen. Das Ganze ist natürlich in einer zunehmend technisierten Welt schwierig. Aber der Täter ist genauso wie das Opfer immer ein Mensch. Und da kann man schon auch Informationen erzielen, auch durch ganz einfache Mittel, ganz einfach Befragung und andere Dinge. Doch längst nicht alle Zeugen und Täter sind gesprächsbereit. Letztere vor allem nicht bei dürftiger Beweislage.